Die Geschichte aller 8 Zauberergefängnisse in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über alle Zauberergefängnisse in der magischen Welt sprechen. Es gibt nämlich genau 8 Stück davon. Jeder kennt Azkaban, aber kennst du auch die anderen 7? Lasst uns ohne weitere Umschweife direkt mit dem Video starten. Beginnen wir direkt mit dem ersten Gefängnis und das ist der Erxtag. Der Erxtag, den Fans zum ersten Mal im Film Dumbledores Geheimnisse gesehen haben, war ein Zauberergefängnis in Berlin, das vom deutschen Zaubereiministerium genutzt wurde. Der Erxtag war über ein unterirdisches Tunnelsystem zu erreichen und viele glaubten, dass das Gefängnis öffentlich aufgegeben worden war. Wie sich jedoch herausstellte und wie wir in den Geheimnissen von Dumbledore erfahren haben, hielt das deutsche Ministerium bis 1932 immer noch heimlich Menschen in ihrer Einrichtung fest. Am Eingang des Gefängnisses stand ein Gefängniswärter, der die persönlichen Gegenstände der Gefangenen beschlagnahmte. Das Gefängnis selbst, das eine runde Form hatte und spiralförmig nach unten verlief, war dunkel, unheimlich und sicherlich nicht die Art von Ort, an dem man gerne enden wollte, weil die Chancen wieder herauszukommen, zumindest nach den Darstellungen im Film, wahrscheinlich ziemlich gering waren. Am unteren Ende des endlosen spiralförmigen Gefängnisstrukturgefängnisses befand sich anscheinend ein riesiges Monster, das die Gefangenen verschlingen würde, sobald ihre Laternen erloschen waren. Als nächstes haben wir das Gefängnis Nurmengard. Einigen ist Nurmengard als Heimatbasis für Gellert Grindelwalds Operationen während seines tyrannischen Regimes in den frühen 90er Jahren bekannt. Anderen nur als die Burg, in der Grindelwald schließlich gefangen gehalten wurde. Grindelwald erschuf Nurmengard in den österreichischen Alpen aus 2 für ihn wichtigen Gründen. Erstens als Operationsbasis für ihn und seine Gefolgsleute und zweitens um seine Feinde und Kriegsgefangenen festzuhalten. Die am Rande eines Berges gelegene steinerne Festung hatte massive hohe Mauern und verfügte über einen beeindruckenden Turm mit einer kegelförmigen Spitze, der vermutlich als eine Art Wachturm diente. Auch das Gelände von Nurmengard war nicht zu verachten, mit einem umzäunten Innenhof, in dem man sitzen und die schöne Landschaft ringsum betrachten konnte. Das heißt, wenn man nicht von den Gefängnisgittern auf beiden Seiten des Hofes abgelenkt wurde, die dazu dienten, die weniger mächtigen Gefangenen gefangen zu halten. Im Inneren des Gefängnisses wurden die Gefangenen festgehalten, die Grindelwald für eine echte Bedrohung hielt. Das Innere des Gefängnisses war genauso spektakulär wie die Berge drumherum, zumindest solange Grindelwald noch an der Macht war. Es war mit hohen Fenstern, Samtteppichen und langen Korridoren ausgestattet. Das perfekte Gefängnis für einen coolen Bösewicht wie Grindelwald. Und wenn es auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich war, dass es sich um Grindelwalds Festung handelte, war der über dem Eingang des Gefängnisses eingemeißelte Spruch für das größere Wohl eine sehr gute Erinnerung daran. Ironischerweise wurde Gellert Grindelwald schließlich selbst in Nurmengard eingekerkert. Die Zaubererbehörden hielten es für ziemlich unterhaltsam, ihn innerhalb der von ihm selber errichteten Mauern zu inhaftieren. Wenn es Nurmengard nicht gäbe, wäre er mit ziemlicher Sicherheit in Azkaban gelandet. Jahre später wurde berichtet, dass Nurmengard erheblich verfallen war. Es wurde nicht mehr von Grindelwald unterhalten und diente nur noch als Gefängnis, dem es im Laufe der Jahre immer mehr ähnelte. Schließlich war Nurmengard nichts weiter als ein riesiges, hochaufragendes Gebäude aus schwarzem Fels, das man nur als düster und bedrohlich bezeichnen kann. Als nächstes haben wir das Makusa-Gefängnis. Die Makusa, auch bekannt als der Magische Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, war im Wesentlichen das amerikanische Zaubereiministerium. Und genau wie das deutsche Zaubereiministerium hatte auch die Makusa ein eigenes Gefängnis, das direkt mit ihrer Organisation verbunden ist. Das Makusa-Hauptquartier befand sich im Woolworth Building in der Innenstadt von New York City und die Gefängniszellen befanden sich im Keller. Es ist völlig unklar, wie lange diese Gefängniszellen schon existierten, aber wenn man bedenkt, dass die Makusa im Jahr 1693 gegründet wurde, würde ich wetten, dass es schon sehr, sehr lange her ist, dass diese gebaut wurden. Es ist durchaus möglich, dass die Gefängniszellen dort waren, bevor das Gebäude überhaupt erst gebaut wurde. Sie waren unter der Erde versteckt. Berichten zufolge befanden sich im Hauptraum hunderte von käfigartigen Zellen, die übereinander gestapelt waren, wie man es in einem Hundezwinger erwarten würde. Und in ihrer Mitte des Hauptraums befand sich eine große Treppe mit Eisengittern auf beiden Seiten, die auf das Dach des Woolworth-Gebäudes führte.
Das Gebäude war zwar sauber und relativ gepflegt, aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Gefangenen dort eine gute Erfahrung machten. Die Gefangenen waren in seltsamen dunklen Räumen ohne Fenster untergebracht, die nur durch eine bedrohlich aussehende Eisentür mit einem winzigen Schiebefenster geöffnet werden konnten. Kommen wir nun zu einem Gefängnis, das wahrscheinlich alle von euch kennen, das Gefängnis Azkaban. Azkaban wurde im 15. Jahrhundert erbaut und ab dem Jahr 1718 als Haftanstalt genutzt. Es beherbergte einige der finstersten Hexen und Zauberer, die jemals in der Zaubererwelt gewandelt sind. Der Name Azkaban ist eine Mischung aus Alcatraz, einem berühmten Muggelinselgefängnis, und Abaddon, einem hebräischen Wort, das Ort der Zerstörung bedeutet. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, bevor die Festung erbaut wurde, war Azkaban nur eine Insel, aber der erste Bewohner der Insel, Echristes, der die Insel fand, beschloss, sie in sein eigenes kleines Experiment der dunklen Künste zu verwandeln. Echristes war ein dunkler Zauberer, der die schlimmsten Formen der dunklen Magie praktizierte, und er war dafür bekannt, Seeleute auf die Insel zu locken und sie dann zu foltern und zu töten. Bevor er dort ankam, war er verrückt, aber nachdem er eine beträchtliche Zeit dort verbracht hatte, drehte er völlig durch. Während Echristes dort lebte, versah er die Insel mit Tarnzaubern, damit niemand sie finden konnte. Nach seinem Tod wurden diese Tarnzauber schließlich aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt entdeckte das britische Zaubereiministerium die Insel erstmals. Das Untersuchungsteam des Ministeriums, das zuerst nach Azkaban reiste, weigerte sich darüber zu sprechen, was sie gesehen haben, außer der Tatsache, dass die Insel mit Dementoren verseucht war. Im Laufe seiner Geschichte war Azkaban die Heimat vieler Hexen und Zauberer, darunter Percival Dumbledore, Bartemius Crouch Jr. und verschiedene Lestranges, um nur mal ein paar von ihnen zu nennen. Obwohl die Insel anfangs unter großer Beobachtung stand, erkannte das Ministerium, dass es die Insel nutzen konnte, um Übeltäter zu inhaftieren. Und so taten sie dies und begannen, Menschen nach Azkaban zu verurteilen. Das Zaubereiministerium war der Ansicht, dass die kleineren, über das ganze Land verstreuten Zauberergefängnisse ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellten und die Bürger in Gefahr brachten. Azkaban ist aufgrund seiner abgelegenen Lage und der vielen Dementoren, die für die Sicherheit der Gefangenen sorgen und die dafür sorgen, dass die Gefangenen in Schach gehalten werden, das ultimative Gefängnis. Wer vor Ablauf seiner Strafe aus Azkaban flieht, wird mit einem Schicksal bestraft, das schlimmer ist als der Tod, dem Kuss eines Dementors. Die Insel selbst liegt in der Nordsee, aber es heißt, sie sei nie auf einer Karte aufgetaucht, weder auf Muggel- noch auf magischen Karten. Es wird vermutet, dass die Insel entweder durch magische Mittel geschaffen oder auch vergrößert wurde. Ich denke, dass Echristes wahrscheinlich dafür verantwortlich war. Wenn man aber schon eingesperrt wird, dann sollte man Azkaban tunlichst vermeiden. Das nächste Gefängnis, was wir uns anschauen werden, ist der dunkle Turm von Hogwarts. Ja, du hast richtig gehört, es gibt ein Gefängnis in Hogwarts. In Hogwarts steht ein hoher Turm, er ist schmal und dunkel. Dieser dunkel aussehende Turm mit dem treffenden Namen der dunkle Turm wurde in der Tat als Gefängnis in Hogwarts genutzt. Da es sich bei diesem Gefängnis jedoch um eine Schule für Kinder handelte und da es nur ein paar Zellen gab, würde ich es eher als provisorisches Verlies bezeichnen. Der Turm selbst war 7 Stockwerke hoch. Es wurde auch berichtet, dass die Gefängniszellen nicht mit irgendwelchen Beschwörungsformeln ausgestattet waren, sondern ganz normale Zellen waren. Das machte den Turm weniger sicher als andere Zaubergefängnisse, weil er nicht durch Zauberei geschützt wurde. Auch wenn in der heutigen Zeit vielleicht kein großer Bedarf an einem Gefängnis in Hogwarts besteht, müssen wir bedenken, dass früher, vor Azkaban, die Gefängnisse über das ganze Land verstreut waren. Eine Gefängniszelle oder zumindest irgendetwas in Hogwarts, in dem man jemanden festhalten konnte, war wahrscheinlich ziemlich sinnvoll. In der Verfilmung von Der Gefangene von Azkaban wird Sirius Black in diesem Turm gefangen gehalten. In den Büchern wird er jedoch in Professor Flitwicks Büro im Westturm festgehalten. Als nächstes Gefängnis haben wir das New Yorker Hexengefängnis. Das New Yorker Hexengefängnis, das erstmals auf einem Plakat in Die fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, erwähnt wird, war eine reine Frauenanstalt für Hexen im Bundesstaat New York. Zu den ehemaligen Gefangenen gehörten einige der schrecklichsten Verbrecherhexen der Zauberergeschichte. Und alle diese Frauen waren hochgefährliche Kriminelle auf freiem Fuß, deren Verbrechen von Nomadschmord bis hin zu Gräueltaten gegen die Zauberergemeinschaft gingen. Ich denke, Bellatrix Lestrange hätte super hierher gepasst. Und damit ist die Liste der wichtigsten Gefängnisse auch schon fast vollständig. Die einzigen beiden anderen Zauberergefängnisse, die ich gefunden habe, sind das verlassene Umspannwerk, das als Gefangenenlager von den Schnappern benutzt wurde, um Muggelgeborene festzuhalten,
und das verlassene Atomkraftwerk, das dazu diente, Feinde des von Todessern kontrollierten Zaubereiministeriums festzuhalten. Diese beiden Einrichtungen tauchten in den Harry Potter Spielen auf und sind im Hintergrund auf einigen Werbeplakaten in den Harry Potter Filmen zu sehen. Das einzige andere Gefängnis, wenn man es so nennen kann, ist das in Malfoy Manor stehende Verlies im Keller. Und das war's mit den Gefängnissen in der Welt der Zauberei. Mit ziemlicher Sicherheit sind das alle, von denen wir wissen, aber es gibt garantiert noch viele andere in anderen Ländern, von denen wir keine Ahnung haben. Kannst du dir vorstellen, ob diese Gefängnisse schlimmer als Azkaban sind oder doch besser? Schreib es mir gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.